Okay, wir machen heute weiter bei unserem Thema. Meines Themas haben wir es nicht genau definiert. Also meinen Grund, weil ich nicht genau weiß, was ich mache. Es ist nämlich oft so, ich bin gern mit Leuten ein bisschen benannt und dann sieht man, was vielleicht ansteht. Ich habe mir schon generelle Gedanken gemacht natürlich, aber noch nicht jeden Abend speziell ausgeklügelt, sondern ein bisschen offen gehalten. Gestern haben wir darüber gesprochen, warum wir glauben, dass Christus der eine Weg ist. Und ich möchte auf der Linie ein bisschen weitermachen. Und zwar, für mich muss ich sagen, auch als Person, ich kann nicht an Dinge glauben, die zum Beispiel mein Verstand abstößt. Und gerade jetzt drüben im Büro, der Roland hat ein Buch gelesen von Francis Schaeffer. Ich weiß nicht, wer den kennt von euch. Francis Schaeffer ist einer, wahrscheinlich der sehr intellektueller Typ, der Philosophien auf den Grund geht, Weltanschauungen und sie eigentlich entlarvt. Und ich genieße auch seine Bücher. Und ich muss auch sagen, ich könnte mich zum Beispiel nicht, so sage ich es mal, ich weiß nicht, ob es anders wäre, aber als Christ jetzt auf die Bibel verlassen, wenn ich nicht wissen würde, da ist was dran. Weil wenn zum Beispiel die Bibel nur ein Buch ist unter vielen, dann müssten wir uns heute fragen, warum studieren wir nicht den Koran? Immer warum nicht? Ist auch ein gutes Buch, stehen viele gute Sachen drinnen. Und ich zum Beispiel könnte persönlich nicht leben mit einem blinden Glauben. Ich würde mich sehr schwer tun damit. Mit einem blinden Glauben meine ich, dass jemand sagt, das ist so. Und ich sage, okay, wenn du das sagst, dann wird es wohl so sein. So auf die Art. Ich tät mich persönlich unheimlich schwer damit. Und Christen sind oftmals, werden beschuldigt, ja, ihr habt ja einen blinden Glauben. Ihr Christen, ihr glaubt, dass Jesus Christus für euch gestorben, für die Sünden gestorben und ihr glaubt sogar, dass er auferstanden ist und den Rest der Welt, den ignoriert er. So mehr oder weniger wird das eigentlich gesagt. Und ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, ist das Christenleben wirklich der einzig wahre Glaube in dieser Welt und in diesem Universum? Und wenn es ist, warum ist es? Nicht, dass ich jetzt da anzweifeln möchte, aber im Praktischen, wie gesagt, mein Herz kann sich nicht an was erfreuen, was mein Verstand abstößt. Ich könnte nicht mit einem blinden Glauben leben. Und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, dass Christenglauben eigentlich ein intelligenter Glaube ist. Ihr dürft das jetzt nicht missverstehen. Im Epheser Kapitel 3 steht zum Beispiel, der Glaube überschreitet alles Wissen. Das stimmt. Der Glaube an den lebendigen Gott geht weit über unser Verstehen hinaus, aber nicht gegen unser Verstehen. Und ein Punkt, der zum Beispiel oft kommt, wenn du mit Ungläubigen redest, dann kennst du diesen Punkt haargenau. Wenn du ihn nicht kennst, dann redest du wahrscheinlich nicht sehr viel über deinen Glauben mit Nichtgläubigen. Wenn du mit Nichtgläubigen über deinen Glauben redest, dann bekommst du diese Frage. Die werden dir sagen, ja, du bist Christ, das ist ja okay. Und Christheit ist sicher ein Weg zu Gott, das ist okay so. Aber doch sicher nicht der einzige. Ich weiß nicht, ob ihr das Argument kennt. Jetzt die Frage ist, ist das Christentum, und damit meine ich Jesus Christus, haben wir gestern darüber gesprochen, gell? Christentum ist eine Person, weil ohne Christus gäbe es kein Christentum. Es geht um den Herrn Jesus Christus, der auf dieser Erde war, 33 Jahre, gestorben, auferstanden und heute lebt. Ist er wirklich der einzige Weg? Das ist auch jetzt in der EU, merkt man diese Strömung mehr und mehr. In der EU will man ja, dass Dinge konform werden. Das heißt, wir haben eine Währung, ein Wirtschaftssystem, Sprachen werden wir noch die alten behalten dürfen, nehme ich mal an, oder hoffe ich mal, es wird auch so sein. Aber auch mit der Religion, dass wir doch ein bisschen einen einheitlichen Glauben haben. Darum ist auch der zum Beispiel in vielen Schulen bereits, in Nordamerika ist das schon lange, wo das Christentum nicht mehr gelehrt werden darf in der Schule.
Denn warum darf dann nicht der buddhistische Glauben gelehrt werden? Also dort darf gar nichts mehr gelehrt werden, was irgendwie mit Religion zu tun hat. Und auch bei uns wird das mehr und mehr kommen. Ist auch in Österreich jetzt zum Beispiel mit Religionsunterricht, der soll dann freiwillig werden, nur wenn du willst, musst du teilnehmen und so weiter. Geht alles bereits in diese Richtung. Und Christ, ein Mensch, der behauptet, Christus ist der einzige Weg zum Vater, wenn du das in Zukunft behaupten wirst, wirst du es zunehmend schwieriger haben. Weil damit bist du nicht konform. Damit bist du nicht tolerant genug. Wenn du sagen würdest, ja, für mich ist Christus der Weg, dann sagen sie, okay, wunderbar. Aber sag ja nicht, du brauchst ihn auch. Denn dann bist du fundamentalistisch, dann bist du arrogant und dann bist du so kurzsichtig. So wird das natürlich interpretiert. Und weil das so ist, muss man sich fragen, ist Christentum der einzige Glauben, der zum Vater führt oder nicht? Oder muss man lernen, ein bisschen toleranter zu sein? Nun, bevor wir da ein bisschen reingehen, möchte ich Folgendes im Vorhinein sagen. Einige von euch haben vielleicht schon einiges gehört, was ich heute Abend sage, aber das macht nichts. Oftmals, wenn man Dinge wiederholt hört, dann geht es vielleicht ein Stück tiefer oder man wird erinnert daran. Eine Sache, nämlich mit der Sünde, die in den Menschen gekommen ist, ist Vergesslichkeit. Wir vergessen. Haben wir gerade beim Klaus auch gehört. Gell? Man liest einen Vers, der wird ganz real im Leben und dann lebt man 3 Jahre weiter und vergisst diese einfache, idioteneinfache Wahrheit. Und so geht es uns allen stückweise. Wir haben es nie geschafft, erst wenn wir bei ihm sind. Bis dahin sind wir am Weg mit ihm. Und Christus ist der Weg. Aber mit ihm sind wir am Weg. Nun, bevor ich da wie gesagt ein bisschen reingehe, man hört ja manchmal, gerade bei uns in der Gegend, sagt man das, so ältere Leute auch, die sagen, es ist nicht so wichtig, was du glaubst, aber wichtig ist, dass du Glauben hast. Glauben ist wichtig. Weil Glauben, wenn du Glauben hast, der trägt dich durch, wenn es dir schlecht geht und so weiter. Also Glauben soll es schon. An was du glaubst, ist eigentlich nicht so wichtig. Nun, ich habe vor ein paar Jahren auf der Hofbürgerhütte ein Mädchen getroffen, im Sommer mal auf der Schutzhütte, und das Mädchen ist rumgereist in Indien, in Nepal und so weiter. Und die hat mir gesagt, weißt du, Hans-Peter, ich hab Buddhisten getroffen, die sind viel gläubiger als du. Ich habe Moslems getroffen, die sind viel hingegebener als du. Ich habe Hindus getroffen, die sind viel tiefer in ihrem Glaubensleben, als du es bist als Christ. Dann habe ich zu dem Mädchen gesagt, das mag schon so sein, aber ich bin gerettet. Das ist natürlich eine extreme arrogante Antwort. Und das war mir schon bewusst. Und darum habe ich dem Mädchen auch was erklärt danach. Und zwar, nämlich, dass der Glaube an sich keinem Menschen nützt und keinem Menschen schadet. Wenn du Glauben hast, das ist okay, es schadet dir nicht, aber es nützt dir auch nicht. Glauben an sich nützt überhaupt nichts. Ausschlaggebend ist das Objekt, an das du glaubst. Ich nehme das Beispiel sehr oft, aber ich war gerade vor einem Monat in Schweden, wo ich unterrichtet habe. Da waren die Seen noch zugefroren, zumindest ein paar kleinere. Da war es auch ziemlich warm im Februar oben. Aber wenn du da am Ufer von einem See stehst und ans andere Ufer rüber möchtest und du weißt zum Beispiel, das Eis ist nur so dünn, dann kannst du sagen, ja, ich weiß, das Eis ist dünn, aber das macht nichts. Ich habe großen Glauben. Und mein großer Glaube, der bringt mich über den See, ich weiß es. Du wirst mit deinem großen Glauben rübergehen, wirst einbrechen und tot sein, weil du erfrierst im Wasser. Wenn du andererseits das Eis so dick ist, es war ungefähr so dick, als ich drauf ging, und du stehst von mir aus am Ufer und sagst, das schaffe ich nie. Das Eis bricht, ich weiß, es bricht. Und dann sagt dir dein Freund, ja, probier's doch. Und dann zitterst mit extrem kleinen Glauben über den See und surprise, surprise, sagt man im Englischen, überraschenderweise kommst du an die andere Seite des Sees. Warum? Weil du einen so großen Glauben hattest,
Natürlich nicht. Dein Glaube war extrem klein. Aber was war ausschlaggebend? Das Objekt, das Eis, an das du geglaubt hast. Und darum, wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ich kenne einen Buddhist, der unheimlich gläubig ist. Es ist zwar schön, dass er einen großen Glauben hat, aber du musst dich dann fragen, an was glaubt er? Und wir kommen dann noch dazu später. Nur mal, und ich hoffe, ihr könnt mir da folgen, es ist ganz wichtig, dass ihr den Leuten, mit denen ihr auch sprecht, zu verstehen gebt, dein Glaube an sich, der tut überhaupt nichts. Es ist immer das Objekt, an das du glaubst. Das alleine kann dich retten, in diesem Leben und in Ewigkeit. Dein Glaube an sich tut gar nichts. Es ist ja auch so, du triffst sehr viele Menschen, die würden sagen, ich glaube an Gott. An Christus und so, das ist zu extrem. Aber ich glaube an Gott. Die Frage, die ich dann immer stelle, ist, an welchen Gott glaubst du? Dann sagt er meistens, ja, an Gott heute, an Gott. Dann sage ich, wer ist denn Gott, an den du glaubst? Sagt er, das weiß ich auch nicht so genau, aber da oben heute, der Gott. Der, was das geschaffen hat. Nachher sage ich, ja, wie ist der? Ist er böse? Ist er gut? Ist er nett? Ist er freundlich? Ja, ich glaube, er ist ganz nett. Ja, warum glaubst du das? Das weiß ich auch nicht. Was ist interessant? Wir glauben vielleicht an einen Gott, aber wir wissen nicht, was das ist. Und wenn du mal genau darüber nachdenkst, du kannst nicht an etwas glauben, das du nicht kennst. Das geht einfach nicht. Das ist im Prinzip nur so eine Redewendung, die wir uns angeeignet haben, die aber völlig sinnlos ist. Du kannst nicht an etwas glauben, das du nicht kennst. Das geht nicht. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Wir können nur an Dinge glauben, die wir kennen oder von denen wir wenigstens eine Vorstellung haben. Und zum Beispiel die Jünger im Lukas Kapitel 17. Schlagt es einmal auf, Lukas 17. Da sagen die Jünger Folgendes zu Jesus. Lukas Kapitel 17 und Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, zu Jesus, mehre uns den Glauben. In anderen Worten, Herr, gib uns einen großen Glauben, vermehre unseren Glauben. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Der Herr sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfaugenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wisst ihr, wie groß ein Senfkorn ist? Ich habe einen Ball in meiner Schublade drüben, hat mir ein Student mal geschickt. Ein Senfkorn ist so groß, ungefähr einen halben Millimeter im Durchmesser. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat zu den Jüngern? Ich vermehre euren Glauben nicht. Ihr braucht nicht unbedingt großen Glauben. Ihr braucht Glauben an mich. Ihr müsst an mich glauben. Ich bin das Objekt. Euren Glauben nur zu mehren, das nützt gar nicht. Ihr müsst an mich glauben. Das ist ausschlaggebend. Wie wir vorhin gehört haben, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Der Glaube muss ein Objekt haben und das ist das Ausschlaggebende. Es gibt so einen Spruch, du brauchst nicht großen Glauben, sondern du brauchst einen Glauben an einen großen Gott. Du brauchst nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und das ist ausschlaggebend in erster Linie. Es ist interessant, wenn man die Evangelien durchstudiert, Jesus Christus tadelt seine Jünger nicht ein einziges Mal, weil sie sich schlecht verhalten oder benehmen. Er tadelt sie immer nur, warum glaubt ihr mir nicht? Warum glaubt ihr mir nicht? Ihr müsst zu mir kommen. Wir könnten natürlich darüber reden noch. Jesus hat es immer getadelt und gesagt, warum habt ihr so kleinen Glauben? Aber es geht da nicht um den Glauben, einfach um den Glauben an sich, sondern immer um den Glauben an ihn. Immer um den Glauben an ihn, an das Objekt Jesus Christus. Glaube ohne ein Objekt ist eigentlich nicht existent.
Könnt ihr mir hier bisher folgen? Ich meine, es war ein langer Tag, ja? Nicht so einfach. Wenn du das jemand erklärst, auch einem Nichtgläubigen, der wird das verstehen. Dass Glaube an sich nichts bewirkt. Aber die nächste Frage wird sein, okay, Hans-Peter würde sagen, aber warum glaubst du, dass Jesus Christus das richtige Objekt ist? Warum gibt es nicht ein anderes Objekt, das genauso glaubwürdig und genauso tragfähig ist wie Jesus Christus? Nun, ich möchte euch ein paar Gründe geben dafür. Wir haben jetzt nicht Zeit, stundenlang, natürlich gibt es viel zu sagen, aber unser Gott der Bibel unterscheidet sich einmal von den anderen Religionen und Göttern, die es so gibt in dieser Welt. Unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Wir haben nicht irgendeinen Gott, der sich irgendwo mal offenbart hat und dann musst du es glauben. Beispiel ist zum Beispiel die Mormonen. Die Mormonen, da ist 1840 ein Buch vom Himmel gefallen, mit goldenen Buchstaben geschrieben. Drei Leute haben es gelesen und dann ist es verschwunden. Das kannst du glauben oder nicht. Das ist tatsächlich blinder Glaube. Weil du überhaupt keine Anhaltspunkte hast von dem, was die gesagt haben. Das ist blinder Glaube zum Beispiel. Ich bin dankbar, dass es mit meinem Gott, mit Jesus Christus, nicht so ist. Du kannst dir nämlich jetzt überspitzt gesagt eine Schaufel kaufen und einen Krampen, kannst nach Israel fliegen und dann kannst unseren Gott nachgraben und du findest ihn. Denn unser Gott hat sich bewiesen in der ganzen Menschheitsgeschichte seit der Erschaffung der Welt. Und du kannst unseren Gott nachgraben. Ist nicht nur eine große Vision, bang, bang, und jetzt glaub's, sondern wir haben einen historischen Gott, der sich durch die ganze Menschheitsgeschichte bewiesen hat. Wir haben genug biblische und außerbiblische Berichte, die bezeugen, was geschichtlich geschehen ist. Darum fang nie an in der Bibel. Ja, es gibt also die Kinderbibeln, da fangen wir manchmal an, einmal vor langer Zeit war Nebukadnezar. Das ist Blödsinn. Der Nebukadnezar war nicht einmal vor langer Zeit, natürlich stimmt das auch, aber wir wissen, wann Nebukadnezar gelebt hat, wo er gelebt hat, wie er gelebt hat, was er getan hat, was er nicht getan hat. Wir haben Fakten, nicht irgendwelche netten Märchengeschichten. Das ist mal ein Unterschied zwischen der Bibel und vielen anderen Büchern. Also du musst nicht dein Gehirn an die Garderobe hängen, wenn du in die Kirche hineingehst. Das kannst du mitnehmen. Christenglaube ist intelligenter Glaube, kein blinder Glaube. Darum, wisst ihr, wie es mir mal gegangen ist, als ich so 18... Ich bin zum Glauben gekommen, als ich 15 Jahre alt war. Durch einen Jugendkreis in unserer evangelischen Kirche in Ramsau. Haben einen guten Jugendkreisleiter gehabt. Und der hat mir einfach von Jesus erzählt und so habe ich ihn annehmen dürfen. Als ich so 18 Jahre alt wurde, habe ich mir gedacht, ich möchte nicht zu viel von Wissenschaft wissen, weil wenn ich zu viel von Wissenschaft weiß, dann widerlegt es ja die Bibel. Ich hatte Angst, von gewissen Bereichen zu viel zu wissen, weil dann hatte ich Angst, das widerlegt mir vielleicht die Bibel, dann kann ich nicht mehr glauben. Das ist natürlich Unsinn. Es ist egal, in welchem Bereich du bist, ob du in der Astronomie oder Geschichte oder egal in welchem Wissenschaftsbereich du dich befindest, du kannst hineingehen, so tief du möchtest. Und in jedem Bereich wird es sich beweisen, dass die Bibel die Wahrheit ist. Manchmal sieht es zwar so aus, als würde sich Bibel und Wissenschaft widersprechen, aber du musst nur 5 Jahre länger warten, weil dann hat sich die Wissenschaft wieder geändert. Wen interessiert heute ein Wissenschaftsbuch von 1963? Würdest du das noch lesen? Wenn du vernünftig bist, nicht. Weil die wissenschaftlichen Einsichten, die wir 1963 haben, die sind inzwischen 10-mal überholt. Also wenn Wissenschaft mal angeblich die Bibel widerspricht, mach dir nicht zu viel draus, warte nur ein bisschen. Es gibt viele Beispiele, zum Beispiel mit dem Urknall. Urknalltheorie, wie sie in den Schulen gelehrt wird seit zig Jahren. Inzwischen wissen wir, dass das eigentlich nicht stimmt. Seit wir das Hubble-Teleskop im Weltraum haben, seit 1994, glaube ich, oder 95 ist es draußen, haben wir nämlich festgestellt, der Weltraum ist viel größer, als sie je geglaubt haben. Und jetzt stimmt das mit der Größe nicht mehr überein. Denn wenn der Urknall stattgefunden hätte, vor, was weiß ich, 40,
Milliarden Jahren oder was immer, 14, glaube ich, weiß nicht genau. Und wenn sich seit 14 Milliarden Jahren die Teilchen in Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernen, dann dürfte das Weltall heute nur eine gewisse Größe haben. Das Problem ist aber, es ist zigmal größer. Jetzt gibt es natürlich eine neue Theorie, das ist die inflationäre Urknalltheorie oder so ähnlich heißt sie. Die besagt, dass am Anfang war ein kleines Teil, das ist in Sekundenbruchstücken auf Billiardengröße gewachsen und seitdem wandern die in Lichtgeschwindigkeit die Planeten auseinander. Dann kommen sie auf die Größe. Aber man sieht einfach, die Theorien werden immer, man kann fast sagen, lächerlicher. Und darum lasst euch nie zu sehr beeindrucken, wenn Dinge vielleicht anscheinend mal die Bibel widerlegen. Die Bibel, wenn du sie studierst, ist ein fantastisches Buch. Es ist eine Bibliothek in sich selbst. Wer weiß, wie viele Bücher wir haben in der Bibel? Weiß es jemand? 66 Bücher. Wisst ihr, wie viele im Alten und im Neuen ungefähr? Weiß es jemand? Ungefähr, ja. 39 im Alten, 27 im Neuen. Und wisst ihr, was faszinierend ist? All diese 66 Bücher, die wir in der Bibel haben, sind geschrieben worden über eine Periode von ungefähr 2000 Jahren. Diese 66 Bücher, die hat nicht ein Mensch geschrieben, so wie zum Beispiel beim Koran, oder Mohammed hat ihn nicht schreiben können, aber seine Nachfolger haben den Koran geschrieben. Mit der Bibel ist es nicht so. Über tausende Jahre wurden diese 66 Bücher geschrieben auf drei verschiedenen Kontinenten, in drei verschiedenen Sprachen, von ungefähr 40 verschiedenen Autoren. Die Schreiber, die die Bibel geschrieben haben, unter der Anführung vom Heiligen Geist, haben sich teilweise nie gesehen. Natürlich nicht, über 60 Generationen, glaube ich, ist geschrieben worden. Die haben nie voneinander gewusst, viele, auf verschiedenen Kontinenten geschrieben worden. Und wisst ihr, was das Faszinierende ist? Du hast von der ersten Seite bis zur letzten Seite einen roten Faden. Das heißt in keinem anderen Buch. Die Bibel ist einzigartig. Darum heißt auch, die Bibel heißt das Buch. Es ist tatsächlich das Buch, wenn man es mit anderen vergleicht. Und wisst ihr, was das Thema ist der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite? Nämlich die Erlösung Gottes für seine Menschen. Die Erlösung, die Gott vorbereitet hat für seine Schöpfung. Das ist der Thema von der ersten bis zur letzten Seite, von Genesis bis Offenbarung. Ich möchte euch nur, ich habe da zwei Zitate von jemand, der die östlichen Religionen ein paar Jahrzehnte studiert hat. Zum Beispiel der James Orr, der schreibt Folgendes über den Koran. Er schreibt, der Koran zum Beispiel ist eine Sammlung unzusammenhängender Teile, aus welcher es unmöglich ist, eine spezielle Ordnung, Fortschritt oder Arrangement zu erkennen. Die 114 Suren oder Kapitel, aus denen er besteht, sind im Groben und Ganzen geordnet nach ihrer Länge. Die längeren zuerst und dann die kürzeren. Dasselbe findest du in den buddhistischen und den zoroastrischen Schriften. Du findest darin kaum einen Anfang, Mitte oder Ende. Sie sind zum größten Teil Sammlungen von ungleichem Material lose zusammengewürfelt. Wie andersartig erscheint dadurch die Bibel. Von 1. Mose bis zum Buch der Offenbarung spürt man eine erkennbare Einheit. Es ist nicht eine Sammlung verschiedener Fragmente, sondern hat, wie wir es bezeichnen, einen organischen Charakter. Es ist eine zusammenhängende Geschichte vom Anfang bis zum Ende. Es entsteht etwas vor unseren Augen, da ist ein Plan, eine Absicht, ein Fortschritt. Im Ende erkennt man den Anfang und zum Abschluss spürt man, wie bei der Schöpfung, dass Gott sein Werk beendete und siehe, es ist sehr gut. Man bezeichnet die Bibel oft als organisch, weil es ist wie ein Organ, etwas Lebendiges, das vor deinen Augen wächst. Das hast du in keinem anderen Buch in dem Sinne, wie in der Bibel. Über den Buddhismus nur ganz kurz, der Gautama Buddha, der Gründer vom Buddhismus, der hat seine Suche für die Antworten auf das Leben
Er hat beobachtet, wie Menschen alt werden. Er beobachtet Krankheit, wie Menschen sterben und so weiter. Und um eine Antwort auf all die Fragen zu finden, hat er seine Frau verlassen, Heimat, allen materiellen Komfort und ist sozusagen als Eremit in die Wildnis gegangen, hat dort ganz einfach gelebt. Und die Antwort, die Gautama Buddha gefunden hat, ist, dass das Herz von allem menschlichen Leid sind seine Wünsche, seine Wunschvorstellungen. Das ist so, zum Beispiel, du erwartest dir vom morgigen Tag etwas. Wenn es morgen nicht so wird, angenommen, du erwartest dir von morgen, das wird eine wunderbare Tour, eine super Pulverschneeabfall und so weiter. Jetzt gehen wir morgen darauf und dann brichst du dir das Bein. Jetzt hast du dann ein Problem. Weißt du warum? Weil du hast dir etwas gewünscht, du hast dir etwas vorgestellt und jetzt kommt es nicht so und jetzt leidest du. So ist es. Und der Gautama Buddha hat gesagt, das, was den Menschen glücklich macht, nicht glücklich, aber was wie er leben kann, ist, wenn er alle Wünsche ausradiert. Das Auslöschen aller Wünsche. Und Gautama Buddha hat gesagt, wenn du in der Lage bist, alle deine Wünsche auszulöschen, dir nichts zu erwarten, dann bist du im Nirvana. Und dieses Auslöschen der Wünsche, das kannst du erreichen durch Meditation, durch Seelenwanderung und Verzicht auf gewisse Dinge und so weiter, um in diesen erleuchteten Zustand zu kommen. Buddhismus ist atheistisch. Klassischer Buddhismus hat keinen Gott, falls du das nicht gewusst hast. Den haben sie nur dazu gedichtet. Aber Gautama Buddha hat keinen Gott gehabt. Das war nur die Philosophie, keine Wünsche zu haben. Das ist eigentlich Buddhismus. Und wisst ihr, da muss ich mich dann fragen, okay, oder Hinduismus, noch ganz kurz, wir haben zurzeit ungefähr 8 bis 900 Millionen Hinduisten die auf der Welt, die wir leben. Und es gibt ungefähr 8 bis 900 Millionen Hindus und es gibt ungefähr 350 Millionen Götter im Hinduismus. Das heißt, jeder zweite Hindu hat eigentlich seinen eigenen Gott. Weil gerade vor 2 Monaten war ich in Kanada, wo ich unterrichtet habe eine Woche, und der Direktor von der Bibelschule ist ein Hindu gewesen. Der ist ein Inder, gebürtiger Inder, ist dann gläubig geworden an Christus und so weiter. Und der hat aber 30 Jahre in Indien gelebt, war selber Hindu. Und der hat mir noch ein paar Sachen erzählt. Er war gerade jetzt wieder in Indien und da hat einen getroffen, einen Hindu. Da gibt es ja auch die Gläubigen und die meisten sind im Prinzip ungläubig. So wie bei uns. Du sagst von mir aus, du bist Christ, von mir aus bist Katholik oder evangelisch oder sonst irgendwas, aber die Kirche oder der Glaube, das interessiert dich sowieso nicht. So leben auch die meisten Hindus. Aber es gibt gläubige Hindus. Genauso bei den Moslem. Das ist ja die, oder bei den Juden, die meisten interessiert doch der Glaube überhaupt nicht. Es sind nur ein paar Gläubige dann. Aber zum Beispiel, das war ein gläubiger Hindu und zu dem ging er nach Hause und der hat ihm seinen Gott gezeigt und sein Gott war ein Affe. Und dem Affen hat eben täglich Opfer gebracht, Früchte oder was immer, ihn gefüttert und so weiter. Und dann hat der Charlie Fordham heißt er, der hat ihn gefragt, was machst du, wenn dieser Affe dein Kind umbringt? Er bekommt dein Kind zufällig in die Hände, er ist im Käfig drinnen natürlich. Und dann hat er gesagt, dann bring ich den Affen um. Und dann hat er gesagt, was hast du für einen Gott, den du umbringen kannst? Das kann doch nicht dein Gott sein, der dich erlöst. Seht ihr, da kommen wir zurück aufs Objekt. Was ist, er hat vielleicht großen Glauben, vielleicht größeren als du und ich. Aber an was glaubt er? An den Affen, den er umbringt, wenn der Affe sein Kind umbringt. Siehst du, das Objekt fehlt. Und dasselbe findest du im Buddhismus und im Prinzip bei den Moslems auch. Monterio Williams hat die östliche Religion in 42 Jahre lang studiert und er hat folgenden Satz gesagt. 42 Jahre, der studiert ein bisschen länger wie wir. Und er hat gesagt, nimm alle östlichen Schriften, die du findest, alle östlichen Religionen und lege sie auf die linke Seite deines Schreibtisches. Und dann nimm deine Bibel und leg sie auf die rechte Seite des Schreibtisches. Und dazwischen ist ein großer Freiraum. Und dieser Freiraum, der dazwischen liegt, ist unüberbrückbar.
Theologie oder sonst irgendwas. Es ist ein Golf, ein Zwischenraum, der nicht überbrückt werden kann. So unendlich ist die Heilige Schrift, die Bibel, von allen anderen religiösen Büchern erhaben. C.S. Lewis hat einen Satz gesagt, ich weiß nicht, wer einen C.S. Lewis kennt, aber den lese ich ganz gerne, war auch kein blöder Kerl. Er hat ganz schön viele gute Dinge gesagt. Ein komplizierter Satz zu dieser späten Stunde, aber ich werde ihn dann erläutern. Er hat gesagt, alle anderen Religionen, Ideologien oder Philosophien, andere als das wahre Christentum, sind wie kraftvolle Eigenschaftswörter ohne ein Hauptwort. Das heißt, alle anderen Religionen, Philosophien, Ideologien, anders als das wahre Christentum, und im Christentum gibt es ja auch vieles, was mit Christus nichts mehr zu tun hat, sind wie kraftvolle Eigenschaftswörter ohne ein Hauptwort. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, was? Gewaltig! Und du sagst, wow, echt gewaltig! Und dann sagst du, was ist eigentlich gewaltig? Und sag ich, das weiß ich auch nicht. Aber gewaltig. Oder ich sage, wunderschön! Und du sagst, ja, echt. Aber was ist wunderschön? Ja, das weiß ich nicht, aber schön. Seht ihr, das ist ein kraftvolles Eigenschaftswort, aber ohne ein Hauptwort. Und wenn man die Religionen und Philosophien mal untersucht, kommst du genau auf diesen Schluss. Schöne Worte, aber sie haben kein Hauptwort. Das Objekt fehlt. Und in allen Religionen versuchen eben die Menschen irgendwie zu Gott zu gelangen. Nur in einer Religion ist Gott Mensch geworden. Es gibt sonst keine. Nur in einer Religion ist Gott für uns gestorben. Nur in einer Religion haben wir das Kreuz, wo wir unsere Sünden abladen können. Es gibt sonst keine. Nun, seid ihr noch fähig, so 10 Minuten? Holt ihr es noch aus? Ja, oder nimmer, seid schon weggetreten? Aber ich weiß, das ist schwierig, gell? Nach so einem Skitourentag wie heute ist das nicht mehr so einfach. Was sagt die Bibel? Wir sind, die Frage war ja, ist Christentum und Jesus Christus der einzige Weg oder müssen wir lernen, toleranter zu sein? Was sagt die Bibel? Jesus Christus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 6, den Vers kennt ihr alle, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer nur durch mich. Das ist ausschließlich. Oder Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, wo der Petrus bezeugt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Kein anderer Name. Das ist ausschließlicher Anspruch. Im 1. Timotheus Kapitel 2 lesen wir, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Also die Bibel von sich beansprucht, Christus von sich beansprucht, der einzige Weg zu sein. Übrigens diese Idee, dass Jesus Christus ausschließlich der einzige Weg zum Vater ist, ist keine Neutestament-Idee, die haben wir auch im Alten Testament. Und wisst ihr was, ich möchte euch da wirklich ermutigen, denn das ist ein Bereich, wo heute in vielen Gemeinden und Kirchen und im Christentum allgemein, vielen Schulen, Institutionen verwässert wird. Wir müssen wieder neu lernen, und zwar eine Sache. Ja, Gott liebt dich. Genauso wie du bist, keine Frage. Ja, Gott möchte mit dir, mit mir leben, keine Frage. Aber er kann es nur tun zu seinen Bedingungen, nicht zu deinen. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil ich treffe immer mehr Christen, die zwar sagen, ja, mit Jesus Christus möchte ich schon leben, aber nur so oder so oder so. Und wisst ihr, ich muss euch nur eins sagen, es geht nicht. Ich möchte euch das jetzt noch kurz zeigen, aus dem Wort Gottes.
dass Gott uns unheimlich liebt. Aber er hat nur einen Weg, uns zu lieben. Er hat alles gegeben, was er gegeben hat. Er kann nicht mehr mehr geben als sich selbst. Es gibt nicht mehr mehr außer ihn selbst. Und darum ist es der einzige Weg. Dieses Prinzip, schlagt es mal auf 2. Samuel Kapitel 6. 2. Samuel 6. Das ist eine Geschichte, die habe ich überhaupt nie leiden gemocht. Weil, wenn eine Geschichte in der Bibel unfair ist, dann ist es diese. Aus vielen Gründen. Die habe ich auch nie kapiert. Weil da ist Gott so ungerecht dargestellt. So wie ich nicht leben könnte mit so einem Gott, muss ich fast sagen. Aber Gott möchte hier einen Punkt machen. Und zwar, weiß von euch jeder, was die Stiftshütte ist? Wer weiß nicht, was die Stiftshütte ist? Müsste es ehrlich sagen, es hat keinen Sinn, wenn ich was sage. Und, okay. Als Moses mit den Israeliten durch die Wüste gewandert ist, haben wir jetzt keine Zeit, zu lange drüber zu reden, aber am Berg Sinai hat Gott dem Mose den Befehl gegeben, eine Stiftshütte zu bauen. Das war eine Hütte, ungefähr so groß wie drüben das neue Gebäude, das wir haben da. Ein bisschen kleiner. Und das war eingezäunt und so weiter. Und da haben die Priester ihre Dienste verrichtet, in dieser Stiftshütte. Und in dieser Stiftshütte hat auch Gott gewohnt. Am Tag war die Wolkensäule, das kennt ihr vielleicht noch vom Kindergottesdienst. Und nachts war die Feuersäule. Und das war die Stiftshütte. Später dann war es der Tempel in Jerusalem, der dann die Funktion der Stiftshütte übernommen hat. Okay? Auf jeden Fall, die Stiftshütte haben sie in der Wüste gebaut. Als aber die Wüstenwanderung vorbei war, haben sie diese Stiftshütte irgendwo in einem alten Stall vergessen. Und dann wurde David der König in Israel. Und David war ein Gottesmann. Er hat Gott geliebt von ganzem Herzen. Und David hat gesagt, Moment einmal, die Stiftshütte, die unsere Vorväter irgendwo vergessen haben, in einem Kuhstall, die müssen wir nach Jerusalem bringen. Die gehört hier in unsere Mitte. Und eine gute Sache, finde ich super. Und so macht David sich auf, diese Stiftshütte zu holen. Und jetzt lesen wir Folgendes. 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 1. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, die Lade wird sie genannt, die Stiftshütte, verschiedene Namen, über den Name der Herrn der Herrscher, der über den Cherubim thron ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhülsen, Zittern, Harfen, Tamburin, Rasseln, Zimbeln und so weiter. Vers 6. Und als sie zur Dämmung nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit, und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Wisst ihr, warum ich diese Geschichte nie leiden konnte? Da ist der Usa und der Achio, das sind die zwei Söhne vom Adinadab. Sie geben die Hütte auf einen Wagen, zwei Ochsen ziehen die Hütte. Und dann kommt und der Usa, der geht neben der Lade her, schaut, dass sie nicht runterfällt. Und dann kommen sie, die Ochsen reißen sich los oder fallen hin. Und der Wagen droht umzufallen und die Stiftshütte droht in den Dreck zu fallen. Und der Usa möchte diese Hütte raufhalten, damit sie nicht in den Dreck fällt. Und als Gott das sieht, wird er zornig und er schlägt Usa tot.
Wenn irgendwas unfair ist, dann ist es diese Geschichte. Und wir lesen dann, David wurde heiß vor Schrecken. Mir wäre auch heiß geworden. Wisst ihr, was David danach gemacht hat, nach diesem Vorfall? Er hat eine gute Sache gemacht. Schadet nie. Er hat die Bibel gelesen. Wisst ihr, was er in der Bibel gelesen hat? Er hat das dritte Buch Mose gelesen, Levitikus, äußerst langweilig. Wisst ihr, was er in Levitikus gelesen hat? Schlagt es auf, 1. Chronik 15. Da wird es beschrieben. Wir lesen jetzt nicht alles im Levitikus durch, sondern wir lesen mehr oder weniger die Zusammenfassung. David hat die Bibel gelesen und er hat Folgendes gelesen aus der Bibel. Nämlich 1. Chronik 15. Lesen wir Vers 1. Das ist jetzt, ich weiß nicht genau, ein paar Monate später. Ich weiß nicht, wie viel Zeit, müsste ich jetzt mal nachrechnen, wie viel Zeit dazwischen war. Vers 15, und David machte sich Häuser in der Stadt Davids, das ist Jerusalem, und errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. Also er hat es wieder probiert, hat wieder was gemacht. Damals sagte David, Vers 2, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Jetzt geht runter zum Vers 11. Und David berief die Priester Zadok und Abiata und die Leviten Iriel, Asai und Joel, Shemaia, Eliel und Aminadab und sagte zu ihnen, ihr seid die Familienoberhäupter der Leviten, heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israel, hinauf an die Stätte, die ich für sie hingerichtet habe. Denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Wisst ihr, was Gott hier ganz klar gesagt hat von Anfang an zu seinem Volk? Er sagt, liebe Israeliten, ich liebe euch. Nicht, weil ihr so gut seid, nicht, weil ihr so groß seid, im Gegenteil, ihr seid starrhalsig, aber ich liebe euch. Ich möchte mit euch wohnen, ich möchte mit euch leben. Aber wisst ihr, was Gott dann dazu sagt? Liebe Kinder, zu meinen Bedingungen. Zu meinen Bedingungen. Ich habe euch genau gezeigt, wie ich mit euch leben kann. Und das müsst ihr lernen. Und ein Vers noch oder eine Stelle noch vom Neuen Testament und dann sind wir bald am Ende. Geht's in Markus Kapitel 14. Markus Kapitel 14, Vers 32. Das ist die Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane ist, bevor er gekreuzigt wurde und wo er gebetet hat. Und da lesen wir Folgendes. Vers 32. Und sie kamen an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, diese Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus im Garten Gethsemane hat den Kelch, den er zu trinken hatte, vor sich gesehen. Wisst ihr, was in dem Kelch drinnen war? Der ganze Abschaum der Welt. Jede Lüge, die du oder ich begangen haben, war in diesem Kelch. Jeder Kindesmord, jede Vergewaltigung, aller Stolz, aller Eigensucht, ist alles in diesem Kelch, der Abschaum der Welt.
Und den musste Jesus trinken. Er wurde nämlich zur Sünde gemacht für uns. Er hat nicht nur deine Sünden getragen, so wie ein Rucksack. 2. Korinther Kapitel 5 lesen wir, er ist für uns zur Sünde geworden. Darum, als er am Kreuz hing, hat sein Vater gesagt, mit dir habe ich nichts zu tun. Am Kreuz war Jesus der sündigste Mensch im Universum. Und Jesus hat gerufen, mein Gott, warum hast sogar du mich verlassen? Wegen der Sünde. Und wisst ihr, was Jesus hier gebetet hat? Dreimal. Hat dreimal gebetet, Herr, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, die Menschen zu retten, dann bitte lass mich diesen Kelch nicht trinken. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Hat Jesus den Kelch getrunken? Ja oder nein? Musste er ihn trinken? Ja oder nein? Natürlich, er musste ihn trinken. Wisst ihr, was das bedeutet? Es gab keinen anderen Weg. Wenn es einen zweiten Weg gibt, dann habe ich eine schlechte Botschaft. Gott erhört keine Gebete. Denn dann hat er das Gebet seines Sohnes auch nicht erhört. Denn sein einziger Sohn hat dreimal gebetet, Gott, wenn es einen anderen Weg gibt, dann tu mir das nicht an. Er hat es ihm angetan. Wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn es einen anderen Weg gibt, dann kannst du dir ab heute alle Gebete sparen, brauchst nie mehr beten. Denn wenn er das Gebet seines einzigen Sohnes nicht gehört hat, dann wird er dein sicher auch nicht hören. Gott hat in Jesus alles gegeben, was er hat. Und wenn du zu Gott sagst, und Gott, gib mir dies und dies und dies, wisst du, was Gott zu dir sagt? Er sagt, mein liebes Kind, ich habe nichts mehr zu geben, ich bin bankrott. Ich habe alles gegeben, was ich bin und habe, meinen einzigen Sohn. Und wenn dir der nicht genügt, dann habe ich eine schlechte Botschaft, ich habe nichts mehr. Noch ein letzter Vers und dann hören wir auf. Lukas 13. Lukas 13, Vers 23. Lukas 13, 23. Es sprach aber jemand zu ihm, zu Jesus, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Gute Frage. Sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringet danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen versuchen und werden es nicht können. Vers 26, dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Straßen hast du gelehrt, wir waren im Dauernhof auf einer Bibelschule, ich war jede Woche in einem Gebetskreis, ich bin in die Kirche gegangen, und wisst ihr, was Jesus sagt? Vers 27, er wird sagen, ich sage euch, ich kenne dich nicht, und ich weiß nicht, woher ihr seid, weichet von mir alle, ihr Übeltäter. Dieser Vers hat mich lange beschäftigt, 24. Ringet danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele, sage ich, werden hineinzugehen versuchen, werden es nicht können. Wisst ihr, was ich immer wieder feststelle? Ich komme viel rum in der Welt, treffe viele Menschen. Viele Menschen wollen in den Himmel gehen. Aber wisst ihr wie? Zu ihren Bedingungen. Und wisst ihr, was Gott sagt? Ich kenne dich nicht. Es gibt nur einen Weg. Gott hat alles gegeben. Viele ringen danach, in den Himmel zu kommen. Aber so wie sie wollen. Ich habe mal einen Jungen am Bodenseehof, das ist in Friedrichshafen, getroffen. Da habe ich was Ähnliches gepredigt wie jetzt. Und er kam nachher zu mir und hat gesagt, ich habe vorige Woche Jesus in mein Herz eingeladen. Aber nach dem, was du jetzt gesagt hast, bin ich nicht sicher, ob ich den Jesus eingeladen habe. Dann habe ich gesagt, ist nicht schlimm, komm heute Abend. Ich hatte nämlich gerade keine Zeit, musste noch unterrichten. Komm heute Abend und dann reden wir drüber.
Er ist nie gekommen. Wisst ihr, warum nicht? Mit diesem Jesus wollte er nicht leben. Mit dem Jesus, den er sich selbst zusammengebastelt hat, mit dem schon, aber den gibt's nicht. Es gibt nur einen Jesus Christus, der vor 2000 Jahren für 33 Jahre auf dieser Erde gelebt hat, der für deine Sünden gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist und wiedergekommen ist im Heiligen Geist und heute lebt. Nur diesen gibt es. Nur dieses Objekt des Glaubens gibt es, der dich tatsächlich rettet. C.S. Lewis, und damit schließe ich, hat auch einmal gesagt in seinem Buch The Great Divorce, die große Scheidung, hat gesagt, letztlich gibt es nur 2 Arten von Menschen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott einmal sagen wird, dein Wille geschehe. Es gibt letztlich nur 2 Arten von Menschen. Jene, die zu Gott sagen, der Mensch sagt zu Gott, dein Wille geschehe, Gott, so wie Jesus im Garten Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das ist die eine Art von Menschen. Und die andere Art von Menschen sind die, zu denen Gott einmal sagen wird, okay, mein Kind, mein Mensch, dein Wille geschehe. Du wolltest es auf deine Art, hier hast du es auf deine Art. Und darum ist mir diese Botschaft, jetzt nicht diese Predigt, aber diese Botschaft so wichtig, weil ich treffe so viele, gerade Christen, die sich ihren eigenen Jesus zusammengebastelt haben, diesen lieben Gott, den es aber nicht gibt. Unser Gott ist zwar lieb, aber er hasst Sünde. Gott ist auch gerecht. Er ist lieb und gerecht. Das können wir nie voneinander trennen. Und es gibt nur einen Gott, und der hat sich in der Heiligen Schrift, in der Bibel offenbart. Und mit diesem Gott dürfen wir lernen zu leben. Und darum geht's. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, welch ein unendliches Vorrecht es doch ist, mit dir leben zu dürfen. Welch Gnade uns widerfahren ist, dich erkennen zu dürfen. Welche Barmherzigkeit, dass du deinen Sohn ans Kreuz gegeben hast, damit wir heute leben können. Herr, ich danke dir. Herr, ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo auch ich mir einen Gott zurechtgebastelt habe, wo ich einen Gott wollte, der mir passt, den es aber nicht gibt. Und Herr, ich bete um Gnade, damit wir den Mut haben, die Furcht haben vor dir und die Liebe zu dir, damit wir lernen, dich zu erkennen. Und Herr, du hast dich offenbart vor allen Dingen in deinem heiligen Wort, in der Bibel. Und so wollen wir auch diese Woche wieder dich näher kennenlernen und lernen, mit dem einen wahren Gott recht zu leben. Herr, wir haben heute früh auch gehört, wir können es nicht aus eigener Kraft. Ich müsste jetzt schon Nein sagen, wenn es von mir abhinge. Aber Herr, ich weiß, ich habe deine Kraft. Es kommt nicht darauf an, was ich kann, es kommt darauf an, was du kannst. Und dir müssen wir Freiraum geben, Vater, damit du durch und mit uns leben kannst. Aus deiner Liebe, aus deiner Barmherzigkeit und aus deiner Kraft. Herr, dass dies Wahrheit sein möge in unserem Leben, das ist mein Gebet. Und ich bete im Namen unseres lieben Herrn Jesus Christus. Amen.